Metal und für dich die beste Band der Welt? Bad Rivers ist für mich die beste Band der Welt, weil sie ohne viel Aufsehen zu erregen Musik macht, die ich persönlich nicht hören würde. Aber trotzdem scheint sie gut zu sein. Das sieht man ja an den ganzen Leuten, die hier sind. Beziehungsweise wir nennen die Musikrichtung eher Suffrock. Lebensgefühl, Spirit pur. Bad Liver bedeutet für mich, denke ich mal, auch für uns Zusammengehörigkeit. Ja, einfach, dass wir eine große Gruppe zusammen sind. Im Grunde eigentlich ein ganz eigenes Lebensgefühl, wo wir da ein bisschen probieren zu erschaffen. Und uns gegenseitig unterstützen und supporten. Nicht nur eine Band, sondern mehr wie eine Band auf jeden Fall. Weshalb auch das Album Welcome to the Family heißt. Ja, eine ganz eigene Geschichte. Bad Liver Konzert ist für 2 Stunden mal seinen Alltag vergessen, den man tagtäglich im Geschäft hat. Scheißegal, aus welcher Gesellschaftsschicht man kommt, jeder auf einem Bad Liver Konzert ist gleich. Das ist Bad Liver für mich. Bla 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 bla. Jeder ist Bad Liver, der Bock auf sowas hat. Und herzlich willkommen. Heute von der mal Geige, Violine. Komische Frage, habt ihr Notenpapier? Nein. Notenpapier, Kinder, Musik und so. Voll gut. Also, der Flo kann nicht mal normal schreiben. Hallo, wir sind gerade im Studio und die... Das wird ganz lustig. Gell, das wird lustig. Ja, und die liebe Sophia Stark hat gerade unser Intro eingespielt und Leute, kauft euch das Album. Mit 7 Händen. Mit 7 Händen. Allein wegen dem Intro. Sophia, hammergeil. Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Auch wenn wir am Anfang nicht wussten, was es werden soll. Es ist jetzt gut. Es ist sehr geil. Scheiße. Ja, die Lieder auf dem Album sind noch vielfältiger geworden. Im Vergleich zur letzten CD, die Beer Chicks and Cigarettes, was Tide angeht, ist noch besser rausgekommen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Es sind Lieder dabei, von denen man eigentlich gar nicht glaubt in erster Linie, dass sie echt von uns sind, aber sie sind von uns. Immer mal wieder so ein paar Ausschweifungen in andere Genres. Dann sind wieder Lieder dabei, wo man sagt, hey, Bad Liver, das hört man am ersten Ton. Das ist nach wie vor Punkrock bzw. Suffrock. Davor hat man 2 Kanten gebraucht, das vor 4, um es anzuhören. Ein bisschen Folk, Punkrock dabei. Da sind Songs dabei, die haben wir schon, die spielen wir schon live. Dann haben wir mal ein bisschen poppigeres Lied dabei. Und natürlich sind jetzt auch sogar Songs dabei, die wirklich komplett neu sind. Haben wir so ein bisschen Crossover-Zeug mit drin, die noch keiner gehört hat.
aber wir sind ja auch Bad-Lover, deswegen können wir uns das ja erlauben. Sind einfach ein bisschen, wir sind ein bisschen in die Breite, also wir sind ein bisschen mehr in die Breite. In die Breite gegangen? Ja, du schon! Bombinger! Ja! Alter, wir haben 17:30, mach die scheiß Kamera aus. Die sind alle fertig, nur ich nicht. Also, du könntest mich. Du könntest uns mal am Arsch lecken. Ist das gerade ein Cut gewesen? Das war gerade ein Cut. Hallo! Herzlich willkommen zur Bad Liver Party. Wir heute trinken nicht nur eins, sondern zwei. Und wenn es gut ist, vielleicht auch drei. Und möglicherweise auch vier oder fünf. Und nun folgen Sie mir bitte in die nächste Ebene, denn das wird mehr getrunken als hier an der Türe. Komm Flo, wir müssen weitergehen. Ich interviewe jetzt Leute und du filmst. Komm mit, Alter. Ja, warte, ich muss rauchen. Was für rauchen, Alter? Dann gib mir mal ein Zimmer. Wenn du Rotz da vorne drin, guck mal, das ist einfach ein Rotz. Ja, guck mal, wenn jetzt. Du hast ja vorhin drauf da, Bob. Alter, du bist so eine Drecksau ohne Witz. Jürgen, ich hab heute Morgen die Toilette mit deiner Kamera verweckt. Da hab ich die Kamera eingeschissen. Hier, das ist der Wahnsinnsknüller. Diese Jungs, die sind sowas von sympathisch. Ja, die kommen um 17 Uhr und spielen da. Hey, ich glaube, das ist unglaublich, wie man den Kuchen machen kann. Das ist einfach so eine bemalte Kuh, der beschäftigt sich. Genau so, wie es da aussieht, sieht es in deinem Hirn auch aus. Total chaotisch. Ich hab schon gedacht, kommt vom Mixer. Oh Mann.